So, guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend, wie immer, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wahrscheinlich zum letzten Mal für dieses Semester, also zum letzten Abschnitt in unserer Vorlesungsreihe. Wir haben eine ganze Menge an Themen schon gemacht. Das Letzte, was jetzt noch aussteht, sind so ein paar Ergänzungen, vor allem zu den Transformationen. Fand ich eigentlich ganz wichtig. Es wird darum gehen, dass wir den Zusammenhang im Spektrum nochmal zwischen den abgetasteten Signalen, den kontinuierlichen Signalen sehen, aber auch, dass Sie die Rücktransformation nochmal gut hinbekommen. Was das so im Detail ist, ja, zeige ich Ihnen gerade auf der nächsten Folie. Ja, ansonsten geht's los. Also letzte Teile eben, wie gesagt, ich würde eigentlich für alle gängigen Transformationen nochmal den Zusammenhang herstellen. Das ist größtenteils eine Wiederholung von bestehenden Ideen. Wir haben aber noch nicht so richtig zusammengebracht, wie zum Beispiel das Spektrum eines kontinuierlichen Signals und das Spektrum eines äquidistant abgetasteten Signals zusammenhängen. Das finde ich eigentlich auch ganz, ganz wichtig noch. Und ganz zum Schluss wird es noch um Konvergenzbedingungen gehen. Also nochmal, wann konvergiert denn eigentlich eine Transformation, also die Z-Transformation, die Fourier, die Laplace-Transformation, wann können Sie sich sicher sein? Und dann geht es auch nochmal darum, dass Sie inverse Transformationen auch wirklich ausrechnen können. Also was jetzt schon geht, ist, wenn man so das zurückführen kann auf bekannte Teilsysteme, wenn Sie dann die zurücktransformieren, hat man oft so eine Tabelle und die Tabelle wurde zum großen Teil eigentlich auch gefüllt, so dass man weiß, wo kommen denn die Ergebnisse her. Aber wenn das mal nicht der Fall ist, dann kann man eigentlich ganz gut den Residuensatz anwenden. Und ich habe gemerkt, dass der nicht so ganz präsent mehr ist. Und ich weiß auch nicht, ob Sie den so wirklich in Mathe gemacht haben. Insofern wiederholen wir den nochmal. Und wenn Ihnen dann mal irgendwann was Neues begegnet, also nehmen wir an, Sie sind irgendwo in einer Vorentwicklungsabteilung oder so und haben da was gebaut, was jetzt leider nicht im Tabellenbuch drin steht, dann muss das natürlich auch zurücktransformierbar sein und das wollte ich mit Ihnen durchgehen. So, dann geht's mal los. Okay, also wir geben uns, also jetzt mache ich eigentlich zwei Sachen, die Sie schon kennen und danach bringen wir sie zusammen. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Das erste ist, wir geben uns ein kontinuierliches Signal und sein zugehöriges Spektrum vor. Wir nehmen an, wir kennen das. Also von 0 von t sei das kontinuierliche Signal und von 0 von J Omega und das zugehörige Fourier-Spektrum. Wenn wir das jetzt abtasten wollen, dann haben wir uns das als eine Art Informationsreduktion vorgestellt, sodass wir so eine Art pseudo-diskretes Signal erzeugt haben. Dazu haben wir einen Impulskamm genommen, den haben wir P genannt gehabt und P bestand aus einer Horde von Dirac-Stößen. Das sehen Sie in der dritten Zeile, also das P von T ist eben in Dirac an der Stelle 0, in Dirac an der Stelle groß TA, 2TA und so weiter. Und auch minus TA, minus 2TA, minus 3TA. Da überall soll so ein Dirac-Stoß sein. Wenn man die beiden Signale jetzt miteinander multipliziert, dann bleibt das natürlich ein analoges Signal, aber, und das war so ein bisschen der Hintergrund auch, die Reduktion an Informationen, die da stattfindet, der Dirac-Stoß ist eben meistens 0. Außer an Vielfachen von TA eben. Das heißt, da machen Sie das Signal auch wirklich zu Null. Und insofern schmeißen Sie genauso viel weg, als wenn Sie wirklich nur noch die diskreten Stützstellen bei einer klassischen Abtastung haben würden. Aber nochmal, das ist jetzt kein diskretes Signal, sondern nach wie vor ein kontinuierliches Signal, wo aber die Abtastung, also wo die Informationsmenge auf die gleiche Weise wie beim diskreten Signal, reduziert wurde. Ja, und dann kann man das nochmal einsetzen, wenn man was mit dem Dirac-Stoß multipliziert, dann gibt es die Ausblendeigenschaft. Das heißt, ich brauche gar nicht mehr das Signal komplett zu nehmen, sondern eben nur dann, wenn der Dirac-Stoß von 0 verschieden ist. Das heißt, ich kann das auch schreiben als eine Summe über V0 von n mal TA mal den entsprechenden Dirac-Stößen, eben genau bei an der Stelle n mal TA. Also im Argument steht dann vom Dirac-Stoß T minus TA, n mal TA. Okay, und das hatten wir schon transformiert. Da kam also raus, können Sie jetzt nachlesen in den alten Unterlagen oder in den alten Videos nachschauen, dass wenn man das macht, entsteht, kann man das Signal YP von T erzeugen und das zugehörige Spektrum ist einfach eine Summe von verschobenen Originalspektren. Das heißt, Sie haben zum einen das Originalspektrum von 0 von J Omega und dem wird überlagert eine um 2π durch TA verschobene, frequenzverschobene Variante und noch eine, die zweimal so viel verschoben ist und noch eine und auch die negativen Äste. Also das heißt, da entsteht jetzt eigentlich automatisch ein periodisches Spektrum. Wenn das bandbegrenzt war, überlagern die sich auch nicht. Wenn es nicht bandbegrenzt ist, gibt es sowas wie Aliasing, aber auf jeden Fall entsteht ein periodisches Spektrum.
Okay, das ist rein der analoge Gedanke, ja, also das kontinuierliche Signal. So, das habe ich hier oben nochmal zusammengefasst, damit wir es nochmal auf einer Folie auch haben. Also oberste Zeile ist einfach, was wir gerade gemacht haben. Jetzt der zweite Weg wäre, dass wir auch diese Abkürzung verwenden. Wenn wir nämlich das Signal abkürzen zum Zeitpunkt, abtasten, zum Zeitpunkt n mal ta, dann haben wir das direkt vn genannt, v von n. Und das heißt, ich kann das auch einsetzen. Das heißt, ich habe auch sowas stehen, das ist y von p, also diese Pulse Train, so im Englischen, war so eine gewichtete Summe von Dirac-Stößen und die Gewichte waren vorher v0 von n mal ta und jetzt ist es einfach nur v von n. Wenn ich das jetzt angucke, also hier die mittlere Formel, dann sehen Sie, das, was da von der Zeit abhängt, von t, sind nur noch die Dirac-Stöße. Das v von n ist eine Konstante. Das heißt, da steht eine gewichtete Summe von Distributionen, also den Dirac-Stößen, die irgendwie mit einem Vorfaktor v von n gewichtet sind. Okay, gewichtete Summe kann man auch transformieren, indem man dann das Einzelglied oder den Einzelanteil transformiert und den dann entsprechend wieder zusammen gewichtet im Spektrum. Das heißt, wir können jetzt gucken, was ist denn eigentlich die Transformierte von einem verschobenen Dirac-Stoß? Das haben wir auch schon gemacht. Dirac-Stoß an der Stelle 0 würde eine 1 ergeben. Dirac-Stoß an einer verschobenen Stelle, also T0 verschoben oder sowas, würde ein e hoch minus j Omega T0 ergeben. Und wenn man das jetzt eben verschiebt, dann ist die Verschiebung hier das T0 wäre jetzt hier TA mal n, also kommt e hoch minus j Omega TA mal n raus. Jetzt kürze ich mal ab, und zwar ganz bewusst. Also ich verwende den gleichen Buchstaben, der eigentlich auch bei der Fourier-Transformation für diskrete Signale verwendet ist, also das große Omega, und sage einfach, das kleine Omega mal dem TA wird als groß Omega gesetzt. Ja, und dann kann ich das ja wieder zusammensetzen. Das heißt, ich hatte eine gewichtete Summe von verschobenen Dirac-Stößen. Der verschobene Dirac-Stoß gab dieses e hoch minus j Omega TA mal n. Und das gibt jetzt eben ein e hoch minus j groß Omega mal n. Dann wurde das gewichtet mit dem Vorfaktor, der nichts mit t zu tun hat, also mit dem v von n. Bleibt also erhalten. Und es wird drüber summiert, das bleibt auch erhalten. Insofern habe ich jetzt eine zweite Variante, wie ich dieses Spektrum y von p beschreiben kann. Wenn Sie das genauer angucken, dann hoffe ich, dass Sie da die Fourier-Transformierte von den zeitdiskreten Signalen wiedererkennen. Und das habe ich hier auch auf der nächsten Folie nochmal dargestellt. Also oben steht nochmal genau das Gleiche, was wir auf der Folie vorher hatten. Und wenn Sie das jetzt angucken, das ist die zweite Zeile, dann kommt da auch V von E hoch J Omega raus. Und da wissen Sie auch, dass das 2π periodisch ist. Und die beiden jetzt mal verglichen, da werden Sie merken, A, wenn ich also das Spektrum des diskreten Signals normal mit einer Fourier-Transformierten für diskrete Signale transformiere und ich ersetze das Omega, das große Omega, durch klein Omega mal TA, kann ich das einsetzen und dann kommt automatisch das Spektrum von dem Originalsignal, von dem analogen Originalsignal raus und das wird verschoben um 2π durch TA, also um die normierte Abtastfrequenz sozusagen, also normierte, also die Kreisabtastfrequenz. Und dann wird das zusammen addiert. Also auch da entsteht ein periodisches Spektrum und wie das genau zustande kommt, ist einfach die Überlagerung der verschobenen analogen oder der Spektren der analogen Signale. Ja, das ist so der erste Zusammenhang, den fand ich hat noch so ein bisschen gefehlt. Wenn man sich Effekte erklären will oder so, dann ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Das kann man so sehen, ja, wann gibt es Erlasing und wann nicht oder so, aber man kann es auch im Konstruktiven, also im Positiven ausnutzen, wenn man sowas wirklich mal generieren will. So, jetzt haben wir ja noch zwei Klassen von Transformationen kennengelernt. Also, wir haben jetzt gerade die Fourier-Transformation gemacht, jetzt liegt es nahe, eigentlich auch noch die Laplace- und die Z-Transformation oder den Zusammenhang kennenzulernen und anschließend dann die DFT und die Fourier-Reihenentwicklung. Und bei Laplace- und Z-Transformation ist es jetzt so, dass das wirklich ein ziemlich äquivalenter Weg ist. Das heißt, wir setzen genau das Gleiche an wie vorher. Wir multiplizieren das normale, analoge, kontinuierliche Eingangssignal, also das V0 mit diesem Pulskamm, wissen wiederum, was der Pulskamm war und haben dann eben einerseits eine Laplace-Transformierte von dem kontinuierlichen Signal und eine Z-Transformierte von dem abgetasteten Signal. Ein vollkommen äquivalenter Weg, der jetzt allerdings,
wo man dann für z gleich i hoch s mal ta einsetzen muss. Also ein ganz klein bisschen Veränderung führt eben auf dieses Ergebnis hier unten. Das heißt, wenn Sie das Spektrum im z-Bereich wollen, und dann können Sie jetzt für z gleich e hoch sta einsetzen, also Sie können es auch umgekehrt danach nach s auflösen. Und was man da machen muss, ist einfach die kontinuierlich, also die Spektren, die Laplace-Spektren des kontinuierlichen Bereichs hernehmen, um μ mal 2 Pi durch Ta verschieben, also in der komplexen S-Ebene sozusagen, um den Realteil hier zu verschieben, dann aufzuaddieren. Dann müssen Sie noch S entsprechend ersetzen und bekommen dann das Ganze im Z-Bereich. Also ein ziemlich ähnlicher Weg. Den mache ich jetzt auch nicht mit einer ausführlichen Rechnung, weil er eben ähnlich ist. Dafür machen wir die nächste Sache. Also wenn es jetzt um die Reihenentwicklung, Fourier-Reihenentwicklung und die DFT geht, dann machen wir das wieder ein bisschen ausführlicher. Und jetzt machen wir das auch. So, da für die Reihenentwicklung oder die Fourier-Reihe und die DFT geben wir uns also zunächst ein periodisch fortgesetztes Signal vor. Periodendauer soll groß T sein, wie das immer so üblich war. Also T sei hier im Bereich zwischen 0 und groß T. Und darüber hinaus soll das periodisch fortgesetzt sein. Ansonsten könnten Sie aber auch ein endlich langes Signal nehmen, also was einfach nur für einen bestimmten Bereich ist oder irgendwo rausgeschnitten wurde. Und dann muss es aber periodisch fortgesetzt werden. Aber egal, wenn wir ein periodisches Signal hätten, dann können wir dazu eine Fourier-Reihenentwicklung aufschreiben. Das heißt, man braucht sowas wie eine Basisfrequenz, 2 Pi durch groß T, also gerade die Periodendauer, Vielfache davon und auch negative Vielfache und auch die Frequenz 0. Und dann können wir diese zusammen addieren mit den Reihenkoeffizienten C μ mal diesen Basis-Exponentialschwingung, dem E hoch J irgendwas mal T. Und Sie wissen auch schon, wie man die Reihenkoeffizienten bestimmt hat. Also das heißt, wie kriegen Sie die C μs? Das haben wir im letzten Jahr schon gemacht, also im vorletzten Semester schon gemacht. Das war also das Ergebnis. Und jetzt stellt sich die Frage, das ist ja auch wieder ein kontinuierliches Signal. Ich kann das auch abtasten. Und wie hängt dann die abgetastete Variante mit dem kontinuierlichen Signal zusammen? Beziehungsweise wie hängen die beiden Spektren miteinander zusammen? Das ist jetzt leider nicht ganz so einfach. Also es gibt keine 1-zu-1-Äquivalenz. Man kann aber Bedingungen finden, wann es diese 1-zu-1 oder wenn es diese Umrechnungsvariante gibt, die wird dann so ähnlich sein, wie in den beiden Fällen vorher auch. Aber das gucken wir uns jetzt genauer an. Gut, ich habe jetzt hier mal eine Periode dargestellt von dem Signal, also irgendwie mal nur einen Realteil dargestellt, damit es ein bisschen einfacher ist. Das heißt, es gibt irgendwo hier diese blaue Schwingung, die liegt zwischen 0 und groß T. Ich habe das schon eingeteilt in so Stützstellen, T0, T1, T2 bis Tm. Also insgesamt m plus 1 oder m Schnittstellen. Die Tm ist sozusagen ja dann gleich wieder T0, wenn das periodisch fortgesetzt ist, muss das also ja, periodisch eben fortgesetzt sein. Was da dargestellt ist, ist jetzt nicht das Signal, sondern das Signal mal dem e hoch Exponentialterm. Und wenn Sie da jetzt drüber integrieren wollen, also das ist das genau, was Sie machen müssen, wenn Sie die Reihenkoeffizienten cμ haben wollen. Das heißt, Sie müssten 1 durch t mal das Integral über eine Periode vom Signal v0 mal dem e hoch. Und dann je nachdem, wie das μ gewählt ist, ist diese Schwingung hier eben schneller oder langsamer. Okay, und genau dieses Integral können wir jetzt uns zusammengesetzt vorstellen, näherungsweise vorstellen. Als sind das hier diese blau markierten Rechtecke. Das heißt, wir sagen, die Breite des Rechtecks ist einfach tm von n minus n plus 1 minus tn, also irgend so eine Basisbreite, die auch immer gleich sein wird, mal der Höhe. Und für die Höhe habe ich jetzt einfach den linken Wert angesetzt. In dem Fall ist jetzt dieses Rechteck ein klein bisschen zu groß. Wenn das, wenn die Kurve aufwärts gehen würde, wäre es ein klein bisschen zu klein. Und diese Kante da, die dann fehlt, das ist auch gerade der Fehler, den man macht. Aber das heißt, zusammengesetzt aus kleinen Rechtecken ist das eben die Höhe V0 von Tn mal und dann e hoch J minus J mu 2 Pi durch groß T mal Tn mal der Breite und das ist eben gerade das Tn plus 1 minus Tn. Und das 1 durch T bleibt eben noch vorne von der Definition stehen. Das ist zunächst mal ungefähr gleich. Ja, und ich will natürlich wieder darauf hinaus, dass ich auf sowas Ähnliches komme wie eine DFT, aber noch sind wir nicht da. Okay, oben habe ich jetzt nochmal aufgeschrieben, was wir bisher gefunden haben. Also eigentlich wollen wir das Integral auf der linken Seite bestimmen, also cμ gleich und dann diese Reihenentwicklung. Und dann auf der rechten Seite steht jetzt schon das, was wir so ungefähr gefunden haben.
Jetzt setzen wir noch ein bisschen detaillierter an. Wir sagen, diese Abtastzeitpunkte t klein n sollen n mal ta sein. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt die Periodendauer t. Und die habe ich aufgeteilt in m kleine Stückchen. Die sind alle gleich breit. Das heißt, Groß T ist m mal ta und ta soll dann sozusagen die Abtastzeitpunkte sein. Wenn ich die Äquidistant gewählt habe, dann ist auch das die Differenz zwischen t von n plus 1 minus tn oder also jede benachbarten zwei Werte, die ich die voneinander abziehe, habe ich eigentlich immer ta. Gut, und dann kann ich noch sagen, an diesen Stützstellen, also das V0 von tn soll ja dann V0 von n mal ta sein und das kürzen wir direkt wieder mit V von n ab, also eben klassische Abtastung. Gut. Und wenn wir das jetzt machen, dann ist dieses ungefähr gleich in der oberen Zeile, also steht jetzt hier in der untersten, das C mü ist dann ungefähr gleich 1 durch t. T war ja m mal ta, es ist also 1 durch m mal ta mal der Summe. Dann würde hier so ein V0 von tn kommen, das ist dann einfach nur noch ein V von n. Der E-Hochterm bleibt sozusagen gleich, außer dass ich das t im Nenner von dem Exponenten als m mal ta schreiben kann. Und das tn war n mal ta. Das heißt, das ta hebt sich weg. Und dann habe ich noch dieses tn plus 1 minus tn, also die Breite von den Stückchen, das ist dann grad ta. Ja, und jetzt kann man so ein bisschen was wegkürzen. Also im Exponenten habe ich schon gesagt, das ta steht im Zähler und im Nenner, das kann ich kürzen. Und dann habe ich ganz hinten noch ein ta stehen und ganz vorne im Nenner ein ta, das kann ich auch kürzen. Also bleibt da übrig 1 durch m mal der Summe von v von n mal den Exponentialterm. Und das erinnert Sie hoffentlich an eine DFT. Wohlgemerkt, das ist ja nur ungefähr gleich. Ne? Fehlt halt noch dieses 1 durch m sozusagen. Das ist zu viel an der Stelle, aber es ist zumindest mal proportional oder ungefähr proportional zu einer DFT. Ja, das habe ich hier auch nochmal aufgeschrieben, damit Sie es auch nochmal sehen. Also was da rauskommt, ist, dass das C mü sozusagen 1 durch m mal das DFT-Spektrum ist, ungefähr gleich. Und das DFT-Spektrum habe ich dann hier nochmal einfach so aufgeschrieben, dass es eben die DFT von V von n ist für diese Stützstellen zwischen 0 und m minus 1. Also mü gleich 0 bis m minus 1. Okay, und jetzt gibt es ein paar Fragen. Das ist ja nur ungefähr gleich. Ne? Wie gut ist das? Woher rühren die verbleibenden Abweichungen? Na klar, also weil diese Rechtecke eben nicht exakt sich an die Funktion anschmiegen, aber vielleicht kann man ja auch im Frequenzbereich finden, warum das nicht gleich ist. Und dann wäre die andere Frage, ob man vielleicht durch ein bisschen bessere Integrationsregeln ein anderes, genaueres Ergebnis erreichen kann. Kann man natürlich sich so numerisch nähern, aber wir wollen eigentlich eher den Frequenzbereichsüberlegungen demnächst anstellen. Gut, dazu ja, will ich das noch ein bisschen umschreiben. Ich fange wieder an mit einer DFT, also vor allem von μ. Da mussten wir unser normales V von n einsetzen, also Summe über V von n. V von n habe ich jetzt mit V0 von n mal ta angesetzt. Und dann gab es so ein e hoch j μ 2 Pi durch m mal n. Das habe ich auch wieder erweitert, indem ich ein ta im Zähler und im Nenner dazu geschrieben habe. Dann kann ich wiederum eine Fourier-Reihendarstellung des Signals V von t an den Stützstellen n mal ta ansetzen. Das heißt, das Signal V0 von n von t sozusagen wird ersetzt, also das periodische Signal, durch eine inverse Reihenentwicklung. Also eine Summe von diesen Exponentialtermen gewichtet mit den c. Jetzt habe ich nicht μ genommen, weil der μ ist schon vergeben, der Parameter, also habe ich das μ genannt, also c μ mal e hoch j μ mal dem Ganzen. Jetzt haben wir zwei Summen da drin. Beides lineare Operatoren. Ich kann die Reihenfolge dieser beiden Operatoren jetzt vertauschen. Also statt dass ich erst über n summiere, eine endliche Summe über n und dann eine unendliche über μ, mache ich jetzt erst die unendliche Summe über μ und dann die endliche über n. Wenn man dann guckt, von was hängen die einzelnen Faktoren ab, dann sieht man auch, das c ist nur von μ abhängig. Das heißt, das darf ich dann vor die innere Summe ziehen. Also steht da Summe von minus unendlich bis plus unendlich von c μ, c μ mal und dann eben eine Summe über n mal das Produkt über diese beiden Exponentialterme. Da habe ich jetzt diese TAs alle wieder gekürzt und ich kann die auch zusammenfassen. Das heißt, da bleibt übrig e hoch j μ minus μ mal 2 Pi durch m mal n. Also ein klein bisschen anders. Sie sehen auch gleich, worauf das hinauslaufen wird. Ich habe das extra gemacht mit dieser Summe. Da nach vorne gezogen, das nach hinten gezogen, das passiert oft, weil diese Summe eben in vielen Fällen 0 ist und nur an manchen Stellen von 0 verschieden. Das macht das Ganze dann also so ein bisschen einfacher.
So, um diese Summe kümmern wir uns jetzt nochmal. Da stand natürlich jetzt so ein Nü minus Mü. Das habe ich jetzt einfach durch ein Kappa ersetzt. Wichtig ist eigentlich nur, dass dann eine ganze Zahl rauskommt und wie diese ganze Zahl ist. Das kann man umformen, indem man zum einen sagt, das ist eine endliche geometrische Reihe. Und wenn Kappa einfach ein Vielfaches von m ist, dann stehen da lauter Einsen. Also das heißt, ich summiere m Einsen auf, da kommt halt auch m raus. Und ansonsten summiere ich eben nicht lauter Einsen auf, sondern komplexe Werte. Ja, und dann kommt da was anderes raus. Dann kann ich Formel für eine endliche geometrische Reihe ansetzen. Das haben wir bei der DFT auch schon gemacht. Das heißt, da kommt 0 raus. Das heißt, das kann ich schreiben als eine Summe von Dirac-Stößen oder von Kronecker-Deltas hier, die immer dann, wenn Kappa ein Vielfaches von m ist, auf ein m rauslaufen oder eben nicht, also auf 0. Okay, jetzt wieder zurück zu dieser Doppelsumme. Das heißt, ich habe jetzt hier auch wirklich diese letzte Summe durch die Summe von den Dirac-Stößen, von den Kronecker-Deltas, Entschuldigung, ersetzt und das m noch ganz vorne hingeschrieben. Und was Sie dann sehen, Sie summieren die Sinüs auf und machen aber eben ganz viele davon machen Sie hinten auf 0 und nur manche kommen durch. Das heißt, was da rauskommt eigentlich, wenn Sie die einzelnen Spektralkomponenten der DFT ausrechnen wollen, ist das einfach eine Summe, beispielsweise für den Nullten, vom Nullten rein in Koeffizienten, dem m-ten, dem 2m-ten, dem 3m-ten, aber auch viele negative, also immer Vielfache von m. Wenn Sie den ersten ausrechnen wollen, wird einfach alles um 1 versetzt. Also der erste ist dann sozusagen auch der normale erste reinen Entwicklungskoeffizient plus der m plus 1, der 2m plus 1, der 3m plus 1 und naja, negativ eben genauso. Ja. Also jetzt haben wir schon mal so ein bisschen eine Vorstellung, dass da also immer so unendlich viele packen, aber so im m-Versatz aufaddiert werden. Und so hängen dann die DFT-Stützstellen und die Reihenentwicklungskoeffizienten zusammen. So, jetzt habe ich hier nochmal ein paar Ergebnisse zusammengestellt oder Bemerkungen zusammengestellt. Ganz oben sehen Sie nochmal das Ergebnis, was wir jetzt gerade gefunden haben. Das heißt, was man daraus jetzt lernen kann, ist, dass die DFT bis auf so einen Vorfaktor eigentlich eine Überlagerung, eine periodische Überlagerung, ja, nicht periodisch, ja doch, eine periodische Überlagerung der Reihenkoeffizienten liefert. Das heißt, Sie nehmen die, addieren die halt versetzt mit dem Faktor m versetzt oder mit einem Offset m versetzt zusammen und dann bekommen Sie eigentlich Ergebnis. Aber damit entsteht auch automatisch wieder eine Periode mit m, ne, und die entspricht dann eben gerade 2 Pi mal der Abtastfrequenz. Jetzt gibt es natürlich auch Signale, für die gilt diese exakte oder diese Regel exakt, diese Näherungsregel exakt. Ich nenne das jetzt mal eine simple Rechtecksregel, die wir da beim Integrieren benutzt haben. Die macht natürlich Fehler, aber Sie können auch etwas im Frequenzbereich finden, eine Bedingung, mit der das dann exakt gilt. Das habe ich auf der nächsten Folie dargestellt. Wenn man jetzt also zeigen kann, dass das Band begrenzt ist, dass also automatisch die Fourier-Reihenentwicklung ab einem gewissen Maximalindex, also sprich, wenn man das auf plus minus m halbe Koeffizienten begrenzt, das heißt, das Signal muss zwischen minus Omega a halbe und plus Omega a halbe Band begrenzt sein, dann gilt diese Regel eigentlich exakt. Das ist sowas Ähnliches wie ein Nyquist-Kriterium. Also die Abtastrate muss so hoch gewählt sein, dass es eben größer ist als zweimal der maximal im Signal vorkommenden Frequenz ist. Und das ist dann eben hier gerade die Hälfte davon, also Omega halbe. Wenn das gilt, dann gibt es keine Lasing und dann gibt es auch hier sozusagen kein Offset, den man braucht, keine weiteren Komponenten, die man braucht. Dann gilt die oberste Zeile hier eigentlich direkt. Also dann ist das die spektrale Stützstelle der DFT, vor allem von μ grad das m-fache des μ-ten Reihenkoeffizienten c-μ. Und sowas Ähnliches gilt jetzt auch umgekehrt. Ich will das gar nicht alles im Detail durchgehen, aber wenn Sie eine inverse Fourier-Transformation ausrechnen oder eine IDFT, dann hängen die auch wieder mit zusammen. Und was da gelten muss, dass das ursprüngliche Signal jetzt nicht bandbegrenzt, sondern zeitlich begrenzt sein soll. Wenn das zum Beispiel zwischen 0 und m-1 begrenzt ist, dann gilt auch wirklich, dass das rücktransformierte Signal der IDFT, das habe ich jetzt als Vor-Tilde bezeichnet, direkt den Stützstellen v von n, also ohne dieses Tilde, gilt.
So als letzten Teil für dieses Video. Also das heißt, ich habe mal geguckt, wir haben ja im letzten Teil so eine Dreiviertelstunde gemacht, dann machen wir jetzt auch so in dem Dreh was. Das heißt, ich werde das Video splitten oder den Teil splitten, also im letzten Teil vom Video und in der nächsten Woche dann auch noch eins. Aber der letzte Teil, so von dieser Woche, ist dann, dass ich mit Ihnen nochmal die Konvergenzbedingungen für die Laplace und für die Z-Transformierte anschauen will. Zunächst mal zur Wiederholung. Wir haben das bei Fourier schon gemacht. Das heißt, wir haben überlegt, welche Bedingungen muss denn ein Signal erfüllen, damit auf jeden Fall eine Fourier-Transformierte existiert. Wenn diese Bedingungen dann verletzt sind, dann heißt das nicht, dass dann keine existiert, sondern da muss man halt genauer gucken. Aber so eine Art, wenn das erfüllt ist, dann ging es auf jeden Fall immer. Und was wir da herausgefunden haben, war eigentlich, dass der Betrag des Signals integrierbar oder summierbar sein muss und dann existiert eben die Fourier-Transformation für kontinuierliche oder für diskrete Signale. Im Laplace- und Z-Bereich ist es jetzt nicht mehr ganz so einfach. Das heißt, da müssen wir ein bisschen differenzierter gucken. Und es gibt da auch oft verschiedene Lösungen, die von dem Gebiet abhängen für Z oder für S. Und je nachdem, wo sie dann sind, gilt die eine oder die andere Lösung oder eben auch keine. Okay, was man machen muss, ist eigentlich schauen, dass das Ergebnis, also im Spektralbereich, also entweder im Laplace-Bereich, das V von S, oder im Z-Bereich, das V von Z, dass die betragsmäßig kleiner als unendlich sind. Ob man das irgendwie zeigen kann, das gilt's jetzt. Naja, und der erste Schuss ist dann eigentlich, dass man einfach mal die Definition ansetzt. Oder die Definitionen ansetzt. Bleiben wir jetzt zunächst mal im Laplace-Bereich. Das heißt, wir wissen, das ist ein Integral über V von T mal e hoch minus st in dt. Und der Betrag davon, um den soll es jetzt gehen. Jetzt kann ich zunächst mal Cauchy-Schwarz anwenden. Das heißt, ich kann auch den Betrag ins Integral oder später dann in die Summe reinziehen. Dann könnte es aber sein, dass der ganze Kram größer wird. Im Integral kann ja mal was Positives und mal was Negatives stehen, was sich gegenseitig aufhebt. Wenn ich den Betrag da innen reinziehe, dann passiert das nicht mehr. Also es wird tendenziell größer. Insofern ist die zweite Zeile dann also auch ein größer gleich vorher. Und einen Betrag von a mal b kann ich auch direkt aufschreiben als Betrag von a mal Betrag von b. Das habe ich hier unten auch gemacht. Das heißt, das ist jetzt also das Integral von Betrag von v mal Betrag von i hoch st. Das ist eigentlich der gleiche Weg wie bei Fourier, aber hier können wir jetzt nicht mehr das e hoch, und dann war das eben ein minus j Omega t oder j Omega n. Das ist jetzt nicht immer automatisch betragsmäßig 1, sondern bei dem s ist ja noch ein Realteil dabei, der das ganze Ding größer oder auch kleiner machen kann. Also da ist so ein bisschen Unterschied. Und im Z-Bereich ziemlich der gleiche Weg. Wir setzen die Formel für die Z-Transformierte ein, also eine Summe über V von n mal Z durch n. Und auch da wird der Betrag von außen nach innen gezogen und dann eben nochmal aufgeteilt. Und auch da ist dann das Ergebnis, was wir da gefunden haben, größer, als es vorher war. Das heißt, es ist eine Abschätzung nach oben hin. Gut. Und jetzt müssen wir das aufteilen. Das heißt, da steckt ja so ein Betrag dann drin. Wie gesagt, der ist eben nicht mehr 1. Ich kann ihn schon noch aufteilen als e hoch Realteil mal t, also e hoch Sigma t mal e hoch oder minus Sigma t mal e hoch minus j Omega t. Und beim Z-Bereich mache ich das mit Betrag mal e hoch j Phase. Das geht schon auch. Aber es kommt eben eine Komponente dazu. Und das werden wir jetzt also uns in den nächsten paar Folien ein klein bisschen genauer anschauen. Dazu machen wir jetzt eine Fallunterscheidung. Wir betrachten also zwei Dinge. Das erste ist, dass wir zunächst mal den rechten Ast sozusagen der beiden Achsen angucken, also t oder n. Und wir ignorieren mal den linken Teil. Also nur noch im Augenblick werden nur positive t oder positive n oder nicht negative t oder nicht negative n angeschaut. Und wir überlegen erstmal, was da gelten muss. Jetzt machen wir einen Ansatz und wir sagen, dass wir den Betrag von v durch eine Obergrenze abschätzen können, und zwar ein C0 mal e hoch C1 mal t. C1 soll eine reelle Konstante sein. Je nachdem, ob Sie die größer oder kleiner als 1 wählen, geht die entweder so wie hier nach oben weg, dann wäre sie größer als 1, oder wenn sie kleiner als 1 ist, würde sie nach unten, kleiner als 0 ist, Entschuldigung, würde sie nach unten weggehen. Also positive C1 heißt, ja, steigt logarithmisch an. Negative heißt, fällt logarithmisch ab, geht so ganz gemächlich gegen die Null.
oder schnell, je nachdem, wie Sie es gewählt haben. Aber betragsmäßig soll das C kleiner sein als diese obere Schranke. Und im Z-Bereich ist das so ziemlich ähnlich, also ein bisschen anders aufgeschrieben. Wir sagen, der Betrag von V von n soll kleiner oder gleich sein einem C0 mal R1 hoch n. Und jetzt ist eben, je nachdem, wie Sie das R1 wählen, ist das Ganze halt, wird das immer größer, ne? Also beispielsweise 2, 4, 8 und so weiter würde also ziemlich schnell ansteigen. Wenn Sie es kleiner als 1 nehmen würden, also ein halb, ein Viertel, ein und so weiter, ein Achtel, wird das immer kleiner werden. Das heißt, jetzt reden wir hier von dem R1 auch nur von positiven reellen Zahlen. Und die Kante, wo das größer oder kleiner ist, ist halt 1. Das C0 ist eigentlich nur so eine Art, boah, Gewichtungsfaktor. Den können Sie im Grunde wählen, wie Sie wollen. Man wählt ihn größer als 0, also nicht 0 und auch nicht negativ, damit das auch wirklich so eine obere Schranke, also eine ja, dass die Funktion eben durch diese zweite Größe hier majorisierbar ist. So heißt das. Ich glaube, es ist klar, ne? Also das soll gelten. Ja, und jetzt können wir das einsetzen. Das heißt, wir müssen ja das Integral, also wenn es im Laplace-Bereich ist, das Integral über das Signal, also Betrag des Signals, mal e hoch st oder minus st schreiben. Das Signal habe ich jetzt schon durch das C0 mal e hoch C1 mal t abgeschätzt, deshalb ist das Ganze hier auch größer oder gleich. Und dieses e hoch C1 mal t ist betragsmäßig also immer größer als 0. Dann habe ich den Exponentialterm e hoch minus st aufgedröselt in ein e hoch minus sigma t und ein e hoch minus j omega t. Für das letzte gilt wieder, dass das betragsmäßig gleich 1 ist. Also das kann ich im Grunde aus meiner Überlegung hier weglassen. Und das e hoch minus sigma t wurde ja so gewählt, dass es auch wieder größer als 0 ist. Jetzt kann ich das beides wieder zusammenfassen. Und da das nicht negative Größen sind, kann ich auch den Betrag weglassen. Das heißt, da bleibt übrig C0 mal e hoch und dann in Klammern C1 minus Sigma mal t. Ja, wenn man sich überlegt, wann existiert denn das? Also von 0 bis unendlich wird jetzt hier integriert. Also nur über den positiven Ast, über den rechten Ast der Zeitachse oder der t-Achse. Und sobald das Argument da kleiner als 0 ist, dann existiert das auch, ne? Ansonsten würde das gegen unendlich gehen. Also das heißt, Sigma muss ich so wählen, dass C1 minus Sigma kleiner ist als 0. Und im Z-Bereich ist es ähnlich, ein bisschen anders, aber so das Prinzip ist das gleiche. Auch da setze ich mein Signal wieder an als C0 mal R1 hoch n und sage eben, es ist kleiner als das, deshalb hier diese das Signal ist kleiner als das. Das heißt, wenn ich die Obergrenze einsetze, ist das größer. Und das 1 durch Betrag von z hoch n, also z hoch minus n, wird dann eben betragsmäßig abgeschätzt, kann ich auch durch ein rho hoch minus n abschätzen. Das heißt, auch den Phasenterm, das e hoch j Omega, habe ich hier als 1 abgeschätzt und kann es damit weglassen. Jetzt kann ich auch wiederum das r1 und das z zusammenfassen, beziehungsweise das z dann eben als rho hoch n zusammenfassen. Und dann kommt da eben raus, dass das r, also eine Summe über r1 durch rho hoch n ist. Und so eine Größe a hoch n, wenn Sie die aufsummieren, die konvergiert dann, also von 0 bis unendlich, wenn das a betragsmäßig kleiner ist als 1. Also dieser Faktor hier, r1 durch rho, der muss betragsmäßig kleiner als 1 sein. Dann bekommen Sie hier einen endlichen Wert raus. Jetzt kann man es hier unten zusammenfassen. Wir haben jetzt also jeweils eine Bedingung, eine im Laplace, eine im Z-Bereich gefunden. Das ist aber nur die halbe Miete bisher. Wir haben also gesehen, dass das Sigma, was hier gerade dem Realteil von S entspricht, das muss größer sein als diese Konstante C1. Und der Betrag von Z, also rho gleich Betrag von Z, der musste größer sein als das R1. Dann ist zumindest mal der eine Teil am Konvergieren. Dann haben wir aber noch einen zweiten. So, und der zweite Teil, da geht man so ähnlich vor. Also jetzt gucken wir uns den anderen Ast der Kennlinie an. Das heißt, wir reden hier von negativen t oder von negativen n. Aber im Prinzip ist es genau das Gleiche. Ich setze wieder so eine Konstante an, also C0 mal e hoch, also nicht eine Konstante, eine Funktion an. C0 mal e hoch C2 mal t, kann also ein anderes C2 als das C1 sein. Im Prinzip das Gleiche und ich sage, das Signal ist kleiner, zumindest auf dieser linken Seite, als diese obere Kante.
Unten habe ich es nochmal dargestellt. Und im Z-Bereich eigentlich genauso. Also auch wieder, es ist jetzt die Frage, ob es hoch oder runter geht. Das hängt wieder damit zusammen, ob es größer oder kleiner als 0 ist. Als 1 ist, Entschuldigung, schon wieder falsch gemacht. Also bei C ist es plus, ist es rund um die 0. Beim R ist es rund um die 1. Also wir nehmen nur positive reelle Zahlen und gucken, also wo es liegt, ist eigentlich auch egal, aber die Form hängt davon ab, wenn das R2 größer als 1 ist, steigt das halt einfach an, und wenn es kleiner als 1 ist, also irgendwo zwischen 0 und 1 ist, dann geht das Ganze nach unten. So. Und dafür suchen wir jetzt auch wieder eine Bedingung, und im Endeffekt müssen dann beide Bedingungen gelten, weil ihr Signal ja grundsätzlich in beide Richtungen ausgedehnt sein könnte, also positive und negative Ts und Ns. Gut, die Überlegung ist eigentlich genau wieder das Gleiche. Jetzt nehmen wir uns halt den zweiten Ast, der da berechnet werden muss. Also vorher haben wir von 0 bis plus unendlich integriert. Im Laplace-Bereich gehen wir jetzt von minus unendlich bis 0. Ja. Und auch da habe ich jetzt das Signal durch seine Obergrenze abgeschätzt, also C0 mal e hoch C2 mal t. Und dann habe ich wiederum das e hoch st oder e hoch minus st aufgeteilt und weiß dann eben, dass der zweite Teil betragsmäßig 1 ist. Ich kann es wieder zusammenfassen. Ich kann auch noch die Integrationsgrenzen tauschen, indem ich hier eine Variablensubstitution mache. Das geht auch noch. Und was dann eben rauskommt, ist, dass sie diesen Exponenten hier, also das minus c2 plus Sigma, also oder ausgeklammert dann eben minus Klammer auf C2 minus Sigma. Das muss kleiner sein als 0, dann existiert das Integral. Und im Z-Bereich, wieder wie vorher, man muss halt ein bisschen wieder aufpassen, dass wir jetzt bei der Summation von unten anfangen. Und ganz streng genommen sollten wir jetzt hier auch nicht von minus unendlich bis 0 summieren, weil den Nuller haben sie beim letzten Mal schon dabei gehabt, beim anderen Ast. Also jetzt geht die Summation nur von minus unendlich bis 1. Wiederum die Abschätzung eingesetzt, wiederum ausgenutzt, dass das e hoch j Omega, Groß Omega, betragsmäßig eine 1 ist. Dann wird das Ganze zusammengefasst, dann steht da also irgend so eine Summe über R2 dividiert durch rho hoch n. Dann wird wiederum n durch minus n ersetzt. Und wenn Sie das dann richtig machen, müssen Sie auch den Bruch gerade wechseln. Das heißt, da kommt jetzt raus, dass das rho dividiert durch R1 kleiner sein muss als 1. Also hier ist jetzt leider so ein Belagerungsproblem, dieser etwas verschwundene Teil hier, das ist einfach ein Rho. Okay, und als Bedingung kommt jetzt eine zweite Geschichte dazu, also die gilt zusätzlich zur ersten, also eine Verundung. Das Sigma, also der Realteil von S, muss jetzt kleiner sein als C2. Und der Betrag im Z-Bereich, also Rho ist der Betrag von Z, der muss kleiner sein als R2, und dann konvergieren die beiden Sachen. So, und das kann man jetzt zusammenfassen. Wir haben jetzt zwei Bedingungen. Die eine war nach unten, die andere war nach oben abgeschätzt. Also der Realteil von S muss zwischen C1 und C2 liegen. Das heißt, da gibt es also jetzt hier so einen Schlauch, in dem konvergiert die Lösung, die wir da gefunden haben. Also da sind wir sicher, da existiert etwas. Und außerhalb halt nicht. Da kommen Unendlichkeitsstellen raus. Und wichtig ist natürlich jetzt noch, dass das C1 kleiner ist als das C2, sonst wäre kein Schlauch sozusagen gültig. Ja, der Schlauch ist unendlich ausgedehnt, so in Richtung plus minus Imaginärteil. Er beschränkt sich vor allem auf die Realteile von S. Und natürlich hätte man gern, dass die imaginäre Achse, also der Fourier-Bereich, in diesem Konvergenzintervall drinne liegt. Das ist also wichtig. Es muss aber auch nicht sein. Es kann durchaus sein, dass der woanders liegt. Dann können Sie zumindest in dem Bereich noch eine Laplace-Transformierte bestimmen. Und es existiert von der Funktion oder von dem Signal einfach keine Fourier-Transformierte. Im Z-Bereich kommt ein bisschen was anderes raus. Wir haben also da den Betrag von Z, das Rho, als Bedingung gehabt. Und dieser Radius, der musste größer sein als ein kleinerer Radius R1 und kleiner sein als eine Größe R2. Das heißt, da kommt hier so ein Ring heraus. Kann ja durchaus sein, dass der Ring mal R1 0 wäre, dann kommt wirklich eine Kugel heraus, also ein Kreis heraus. Aber im Normalfall sind das Ringe. Auch da hofft man wieder, dass das R1 kleiner ist als das R2. Und wenn es gut läuft, ist auch der Einheitskreis, also der Fourier-Bereich für zeitdiskrete Signale, in diesem Ring enthalten. Es muss aber auch wie beim Laplace-Bereich nicht sein. Also das heißt, wenn Sie jetzt Lösungen finden, ist eigentlich
auf gleiche Weise auch immer wieder anzugeben, auf welchem Gebiet existiert eigentlich die Lösung. Das ist der Unterschied zu Fourier. Da gibt es halt so, es geht oder es geht nicht. Und im Laplace-Bereich kann es durchaus verschiedene Lösungen geben, die jeweils zu solchen Gebieten hier, also einem offenen Schlauch oder einem Ring gehören. So, jetzt möchte ich das mit Ihnen noch mit ein paar Bemerkungen abschließen. Das erste ist, wenn wir jetzt solche Grenzen gefunden haben, das heißt, wenn sich das Signal sowohl links als auch rechtsseitig nach oben hin begrenzen lässt, majorisieren lässt, dann führen eigentlich die Umkehrintegrale, also die Inversen-Transformation, wieder auf die ursprünglichen Signale. Ja, und dann klappt das Ganze eigentlich. Wenn jetzt kein so ein Konvergenzstreifen existiert, das heißt, wenn das C1 größer ist als das C2 oder wenn der Radius R1 größer ist als der Radius R2, dann können Sie zwar formal linksseitig etwas bestimmen und dann auch rechtsseitig etwas bestimmen, jetzt hier beispielsweise mal unten aufgeschrieben im Laplace-Bereich, also das an sich alleine geht noch, aber, das kommt jetzt auf der nächsten Seite, wenn Sie das dann zusammen addieren, also so ein Signal V Tilde bilden, was dann V rechts von S plus V rechts, V links von S zusammen addiert wird, oder das gleiche gilt natürlich auch im Z-Bereich, ist oben drüber nochmal dargestellt, dann können Sie das nicht zurück, also Sie können das vielleicht zurücktransformieren, aber das stimmt dann nicht überein mit dem Originalsignal, zeitlichen Signal, aus dem Sie die beiden rechts- und linksseitigen Spektren bestimmt haben. Das heißt, es ist also essentiell, dass es dieses Konvergenzgebiet gibt und dass Sie es auch mit angeben. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Spezialfällen eigentlich. Das erste ist, wenn jetzt, das ist auch der Normalfall eigentlich, wenn das C1 kleiner ist als 0 und das C2 größer ist als 0. Das bedeutet, dass Sie auf beiden Seiten eigentlich eine exponentiell abklingende Kurve haben, also eine fallende Exponentielle verwenden, um das ganze Ding nach oben hin abzuschätzen, zu majorisieren. Und im Z-Bereich, wenn das R1 kleiner ist als 1 und das R2 ist größer als R2, auch dann haben Sie so eine Folge, die exponentiell nach beiden Richtungen, nach zeitlichen Richtungen, kleiner wird, also abfallend ist. Dann ist auch wirklich V von t integrierbar, also das ist da drin enthalten und es existiert dann auch eine Fourier-Transformierte von den beiden, also von V von n und von V von t. Das heißt, dann ist das gegeben sozusagen. Ja, und dann gilt auch wirklich, wenn Sie dann in der Laplace oder in der Z-Lösung, also Spektrallösung, in seiner Laplace-Lösung S gleich J Omega ersetzen und dieser Bereich, ne, ist so gegeben, dass dieser Schlauch die imaginäre Achse enthält. Das heißt, der Realteil gleich 0 muss erlaubt sein, beziehungsweise beim Ring. Wenn dann also der Einheitskreis innerhalb dieses Rings liegt, dann gilt auch wirklich, dass Sie im Z oder im Laplace-Bereich Z oder S ersetzen können durch J Omega, beziehungsweise durch E hoch J Groß Omega im Z-Bereich. Und das ist dann auch genau die Fourier-Transformierte. Das ist oft der Normalfall, aber auch nicht immer gegeben, ne? Aber das ist so der, würde ich sagen, damit haben wir das jetzt abgeschlossen eigentlich. So, und jetzt möchte ich eigentlich das Ganze noch zusammenfassen. Wir haben noch einen dickeren Punkt sozusagen. Also, wie kriege ich denn inverse Transformierte hin, wenn ich keine Tabelle finde? Das machen wir im nächsten Video, im letzten Abschnitt dann, also im wirklich letzten Abschnitt dann. Und was wir bisher gemacht haben, waren eigentlich nochmal die Spektren kontinuierlicher und diskreter Signale jeweils angeschaut und Verbindungen hergestellt. Das haben wir am Anfang vom Video gemacht. Das ging sehr gut für die Fourier-Transformation, ziemlich ähnlich für die Laplace und für die Z-Transformation. Bei der Fourier-Reihenentwicklung und der DFT musste dann also eine Bandbegrenzung gegeben sein, damit das so geht. Ja. Und ganz zum Schluss haben wir noch überlegt, wie sind denn eigentlich die Konvergenzbedingungen, damit im Laplace und im Z-Bereich etwas konvergiert. Sie haben jetzt hoffentlich gerade eben ja gesehen, also ein Schlauch und ein Ring, je nachdem Laplace ein Schlauch, der Ring im Z-Bereich. Auf diesen Gebilden existiert dann die Transformierte, die Z- oder die Laplace-Transformierte. Ja, und also der Ring muss existieren und wenn es gut läuft sozusagen, ist der Ring auch beinhaltet noch den Einheitskreis beziehungsweise der Schlauch beinhaltet die J-Omega-Achse, also die imaginäre Achse.
Ja, damit bin ich eigentlich durch. Den letzten Punkt machen wir das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich eben, wenn Sie auch im nächsten Video, im letzten Video dann nochmal mit von der Partie sind. Tschüss alle zusammen.